Lautern in der gleichen Besetzung wie bei München 60 und gleich der erste Fußkontakt mit dem Gegner. Maul spielte der Foul gegen Axel Roos. Freistoß in der zweiten Spielminute. Sforza. Langer Ball auf Marschall und Koch mit seinem Bundesliga-Einstand für Bielefeld. Er sollte noch ein bisschen mehr zu tun bekommen. Otto Rehhagel. Vor Weihnachten will er nicht entscheiden, ob er nach Bremen geht. Sein Herz sagt ja, sein Verstand sagt nein. Und sein Team machte weiter Druck. Freistoß Wagner. Wieder Georg Koch. Der war gar nicht so ganz einfach zu halten, denn der Ball bekam unterwegs noch eine andere Richtung. Hier. Als Direktschuss gedacht, aber der Kopf von Marschall war in letzter Instanz noch dazwischen. Und immer wieder der Tabellenführer hoch überlegen. Schönberg wird von Kunz von den Beinen geholt. Und dann gibt es da noch ein Kräftemessen der unartigen Sorte. Das sah nach Tätlichkeit aus. Schauen wir genau hin. Zunächst das Foul von Kunz. Danach ein gepflegter Bodycheck des Dänen. Und diese Reaktion des ehemaligen Lautras. Da waren beide reif für die Dusche. Schiedsrichter Wagner aber ließ sie drauf. Glück gehabt. Und im Anschluss direkt das Tor. Jürgen Rische, völlig frei. So eine Einladung nimmt man gerne an zu seinem ersten Saisontreffer. Da haben wir es nochmal, der Freistoß von Wagner und Rische, der den verletzten Kuka heute vergessen ließ. Genau getimt dieser Freistoß. Aber wo war eigentlich Günther Schäfer, der direkte Gegenspieler von Rische? Eins zu null also und die Arminia bisher zögerlich und ohne Eigeninitiative. Wieder Lautern, Marschall gegen Meißner und Georg Koch. Eine verrückte Szene, denn der Kopfball, das werden Sie gleich sehen, der kam nicht vom Lauterer Marschall, sondern vom Bielefelder Meißner. Hier. Ganz schön riskant, das fand auch Georg Koch und machte sich gleich beliebt bei seinen neuen Teamkollegen. Weiter ging es. 25 Minuten vorbei, noch keine Torchance der Gäste. Kaiserslautern allerdings ließ da auch nicht viel zu. Wieder über die Flügel gespielt, herrlich gemacht, die nächste Möglichkeit für Jürgen Rische. Ausgegangen von Ratinho, toll wie er da Buck auf der rechten Seite schickt. Und wie dann Jürgen Rische in Position gebracht wird. Schäfer erneut zu spät. Ernst Mittendorf, ziemlich ratlos. Seine Mannschaft überfordert besonders im Kopfballspiel, hinten in der Deckung und vorne. Da fehlte Ali Dai, der war zur WM-Qualifikation mit dem Iran unterwegs. Kadlec marschiert los, Slalom auf dem Betzenberg. Marschall, wieder Kadlec und das 2 zu 0. Miroslav Kadlec, wertvoll wie eh und je. Er wollte schon zurück nach Tschechien, dann überredeten sie ihn nochmal in Lautern zu bleiben. Und jetzt das erste Saisontor. Ganz allein sein Verdienst. Gegen halb Bielefeld setzt er sich da durch. Dann von Marschall zum richtigen Zeitpunkt wieder abgespielt und gegen die Fallrichtung des Torwarts versenkt. Zwei rote gegen sechs weiß-blaue. Symptomatisch am heutigen Tag in der ersten Halbzeit. Da haben wir Sabine Kunz, im Herzen auch eine Lauterin. Heute zitterte sie mit Bielefeld, weil ihr Mann da spielte. Nach knapp 40 Minuten dann endlich die ersten konstruktiveren Bemühungen der Gäste. Reiner, seine erste Wortmeldung. Immer noch Reiner gegen Kadlec. Schnell angetreten, auf Kunz. Und er macht sein Tor in seinem Stadion. 2 zu 1 nur noch. Und ausgerechnet Stefan Kunz. Da sagte der Verstand ja und das Herz nein. Tolle Vorarbeit von Reiner. Der ist schnell und hat dann auch noch das Auge für den Nebenmann. Und Kunz mit seinem ersten Treffer gegen Kaiserslautern.
Halbzeit 2:1 und der Blick auf einen weiteren Lauterer im Bielefelder Dress. Uwe Fuchs war so heiß, der machte sich 30 Minuten lang ohne jede Aufforderung warm. Das Spiel aber lief erstmal ohne ihn. Stattdessen Lautern, Freistoß Sforza. Wieder Meißner und Marshall Bein an der Kunst steht da hinten drin. Mann, ist da was los. Nachsetzen, klären. Eine Wahnsinnsszene, weil da wieder ein Bielefelder die Bielefelder in Verlegenheit brachte. Erneut Silvio Meißner Richtung eigenes Tor. Und Stefan Kunz setzte heute die Akzente sowohl hinten als auch vorne. Da haben wir es noch einmal. Tolle Reaktion hier von Koch. Und Gefahr bereinigt. Eine Stunde vorbei, weiter 2:1 für Lautern. Doch so langsam machten sich die Gäste jetzt auf die Socken. Die wurden offensiver und schon kam der Spitzenreiter in Verlegenheit. Maul. In der Mitte ist Gerber. Und Andreas Rein. Jetzt schien Bielefeld endlich präsent. Otto sah schlimme Minuten auf sich zukommen. Und sein Gegenspieler Mittendorf merkte plötzlich, hier ging noch was. Also, taktische Anweisungen an Kunz. Und Uwe Fuchs, der Lautrer. Er durfte endlich in die Arena, in der er als Kind den heutigen Gegner schon anfeuerte. Aber erstmal die Gastgeber wieder. Es ging hin und her an den Pfosten. Olaf Marschall war das. Und noch einmal nachgesetzt. Da hätten sie auf 3:1 erhöhen können. Von Sforza ging viel aus, hatte 10 Tage lang nicht ordentlich mit dem Ball trainieren können, litt unter einer Achillessehnenreizung, war sogar in der Schweiz zur Behandlung, aber heute war es ihm nicht anzumerken. Riesche war Endstation. Rehagel, er versuchte seine Mannschaft noch einmal nach vorne zu treiben. 25 Minuten noch zu spielen. Und Lautern bemühte sich, die Tugenden der ersten Halbzeit noch einmal aufleben zu lassen. Hier geraten Kunz und Sforza aneinander. Viele Nicklichkeiten in dieser Partie. Und diese gelbe Karte, die der Lautern bekommt, sie hat Folgen. Denn es ist die 5. Verwarnung. Sforza also beim nächsten Mal nicht dabei, kann jetzt seine Verletzung in Ruhe auskurieren. Da haben wir es noch einmal, durchaus umstritten, die Szene. Aber der Linienrichter hatte die Fahne hoch. Sofortige Entscheidung gelb und Ruhe, Otto. Sonst gibt es da auch noch eine Karte. Bielefeld auf dem Weg nach vorne, sofort abgebrochen. Immer wieder im Mittelfeld Ciriaco Sforza. Ratinho, der hat Platz jetzt. Schaut, passt und da läuft Buck. In die Mitte und ins Tor. 3:1, erneut Jürgen Riesche. Es war sein Abend, lange nur am zweiten Sieg in der Pfalz. Erst sein zweites Spiel über 90 Minuten und heute griff er sich den Erfolg. Traumhafte Vorarbeit, besser kann man Buck nicht freispielen und dann geht alles blitzschnell. Jürgen Riesche, neben Sforza, heute der Beste in Rot. Das sah ziemlich deutlich nach der Entscheidung in dieser von Lautern gut geführten Partie aus. Doch es kam noch etwas. Wieder Sforza. Fuchs kommt da von hinten. Klares Foul, das sah übel aus. Und das forderte Reaktionen heraus. Natürlich Geld für den ehemaligen Lauterer. Und wir sehen gleich die Zeitlupe und erinnern uns. Da war doch etwas. Richtig, gegen Dortmund hatte Uwe Fuchs ähnlich auf Ricken eingedroschen. Ziemlich unkontrolliert, ziemlich unüberlegt. Allerdings, auch wenn Ciri Sforza hier laut aufschreit, so stimmt was doch nicht. Otto Rehagel allerdings mit heftigen Protesten, wenn es an die Gesundheit seiner Spieler geht, rastet er eben aus.
Die Schlussphase. Bielefeld resigniert. Lautern ist weiter auf Kurs, gewinnt am Ende 3:1. Hochverdient für den Tabellenführer, der in 10 Spielen zum 8. Mal siegt.